Hallo und ein Gruß an Alex CNC und Sebastian End. Und generell erstmal ein Dankeschön an alle, dass ihr meine Videos so verfolgt und Interesse zeigt. Das ermutigt mich natürlich in der Richtung erstmal weiterzumachen und auch immer wieder neue Videos. Ja, heute geht es nochmal um meine Maschine, denn der Sebastian hat gefragt: Mensch, was ist denn das? Und ich werde euch heute nochmal um die Maschine rundherum führen, wie der aktuelle Stand ist. Und vielleicht mal kurz was zur Maschine. Das ist eine Konsolenfräsmaschine aus den 80er Jahren. Das Kampfgewicht liegt bei knapp 2 Tonnen. Es gibt drei Achsen, X, Y, Z, ganz normal. Die Y-Achse hat 350 mm Verfahrweg, die X-Achse ca. 400 und Z 300. Ja, der Antrieb ist ein Gleichstrom-Nebenschlussmotor mit 4,6 kW über ein Getriebe gelenkt, mit zwei Drehzahlstufen 0 bis 500 und 500 bis 2000. Das Ganze ist stufenlos regelbar, also elektronisch. Und die Spindel hier hat eine SK40-Aufnahme und funktioniert noch mechanisch. Das heißt, ich muss hier wirklich das Werkzeug lose schrauben, herausklopfen und dann ein neues einsetzen. Schön ist noch die Node. Damit kann ich einfach sagen, okay, für filigrane Werkzeuge kann ich hier noch die Pinole ausfahren und kann so, sagen wir mal, kleine Bohrungen per Hand durchführen. Einfach dadurch, oder da hat man einfach mehr Gefühl und bricht nicht so schnell die kleinen Werkzeuge ab. Ja, ich führe euch am besten mal um die Maschine rundherum und zeige euch mal, was ich so verbaut habe und wie halt der aktuelle Status ist. Ich habe in X und Y Servomotoren und in Z einen Schrittmotor. Das wäre jetzt hier die X-Achse. Das ist ein 400 Watt AC Servomotor. Der hat auch nicht ganz so viel Leistung. Ich versuche es mal einzufangen. Also das sind die Kenndaten: 3000 Umdrehungen, 1,3 Newtonmeter und 0,4 kW. Die X- und Y-Achse habe ich mit Kugelgewindetrieben ausgestattet. Diese sind gebraucht und haben dementsprechend auch Spiel. Also, wie man sieht, ich kann hier ein paar Grad verdrehen, ohne dass was passiert. Und erst wenn ich weiter drehe, bewegt sich auch der Tisch. Letztendlich ist das aber auch nicht schlimm. Zumindest ist mir beim Fräsen und so noch nichts aufgefallen, da ich ja eine Regelschleife fahre über Linux CNC. Das heißt, ich regle eigentlich nach dem Glasmaßstab die Position und wie ihr seht, sobald ich hier drehe, ändert sich auch bei Linux CNC die X-Koordinate und ich habe euch mal ein paar Parameter eingeblendet, wie den Encoder-Eingang sowie den Pit-Regler. Aber dadurch, dass die Maschine aus ist, lässt sich natürlich jetzt hier alles frei drehen und die Steuerung gibt auch keine Störung aus. Weil letztendlich, wenn die Achse sich falsch bewegt und Linux CNC das erkennt, dann geht die Maschine sofort in Not aus und sagt, okay, die Achse ist an der falschen Position, wie eigentlich berechnet. Ja, ich zeige euch nochmal den Glasmaßstab. Sieht so aus, kennt sicherlich jeder. Vorteil bei den Glasmaßstäben, die ich verwende, die geben TDL-Signal aus, das heißt, meine Steuerung bekommt ein A- und ein B-Signal, ist also leicht zu verarbeiten, ohne nochmal extra umwandeln zu müssen. So, das ist mein Schaltschrank. Hier unten sehen wir die zwei Umrichter für die Servomotoren. Das ist meine alte Digitalanzeige, wo die Koordinaten angezeigt werden von den Glasmaßstäben. Ich nehme bloß alle drei Signale und führe die zur Steuerung, das ist die Schrittmotorendstufe von der Z-Achse. Hier haben wir den Thyristorregler für die Spindel. Und hier oben ist noch die alte Steuerung für Notaus, Endschalterüberwachung, Steuerspannung etc. pp. Wird in der nächsten Zeit alles etwas modernisiert. Ja, wie gesagt, on the fly verkabelt. Ich gehe mal hier nach. Wie ihr seht, mitten durch die Werkstatt gelegt zu dem nächsten Gebilde der Zusammenführung und
Das Ganze geht in den Rechner, wo Linux CNC drauf läuft. Und weil der Parallelport das ja letztendlich gar nicht schaffen würde, habe ich mir eine 5i25 PCI-Karte geholt von Mesa Electronics. Und die kann man sich so hinbiegen, wie man es braucht. Also wenn man Encoder-Eingänge braucht, wenn man Step-Generatoren braucht oder wenn man PWM-Ausgänge braucht, normale IOs, das kann man sich alles hinbiegen. Also die Bits und Bytes lassen sich wirklich wunderbar im Zusammenspiel mit Linux CNC so einrichten, dass letztendlich jede Maschine damit gesteuert werden kann. Die Karte ist auch so schnell, dass keine Signale verloren gehen. Das heißt, der Linear-Encoder, der Glasmaßstab, wird immer erfasst. Da kann ich mich so schnell bewegen, wie ich möchte. Die Impulse werden immer aufgegriffen. Wo da die Grenze liegt, weiß ich nicht. Also ich habe mal probiert, die Achsen mit 5 Metern pro Minute fahren zu lassen. Ging eigentlich noch wunderbar. Aktuell habe ich die Achsen auf 2 Meter begrenzt. Z-Achse geht wesentlich langsamer durch den Schrittmotor. Die fährt bloß mit 600 Millimeter pro Minute. Ja. Die Frage, habe ich jetzt was vergessen? Sollte es erstmal gewesen sein. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, beziehungsweise werde ich das, ich denke mal, dieses Jahr eh noch Stück für Stück umbauen und auch darüber berichten. Ich werde auch mal zeigen, wie man so einen PID-Regler aufbaut. Ist bestimmt von Interesse für den einen oder anderen. Weil letztendlich ist das echt eine feine und genaue Sache. Und trotz der großen mechanischen Defizite werden doch meine Fräsergebnisse recht genau. Aber wie gesagt, das ist ja dem PIT-Regler geschuldet, also sprich dem Close Loop mit dem Glasmaßstab. Ja, dann sage ich mal, von meiner Seite war es das erstmal. Und dann zeige ich euch jetzt noch das Fräsen von dem Stern und dann verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.